Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim hier auf meinem Kanal. Wir kümmern uns heute um die Drachenmutter und ich entbinde mich und ich denke, es wird gleich sofort losgehen. So, Darkolinchen. Alkminchen. Du hast die Eier, du kannst beschwören. Ich würde ehrlich gesagt, ich bin zwar auch gerne jemand, der das macht, ich würde dir nicht raten, am Rand zu stehen. Ich weiß nicht, ob der irgendeine Flügeattacke hat, mit dem er dich den ganzen Berg wieder runterstößt. Dann war. Achso, hast du schon. Muss doch in der Mitte aktivieren. Und ja, sag mal, wo gehen die Partikel hin? Ah, in die Luft, okay. Okay, er hat Giftschaden. Jetzt nicht mehr. Wieder. Das ist alles nur kein Feuerdorfer. Okay. Ach ja, warte mal, ich muss die falschen. Scheiße! Hab nicht nachgedacht. Eigentlich hab das Problem, ich hab nur noch 4 Pfeile. Ich hab die ja für den Eiertransport beiseite gelegt. Die ich eigentlich nutzen wollte. Bleib stehen. Achtung! Lass, lauf! Habt da welche gedroppt? Hab sie, danke. Wo ist er? Hä? Wo ist der? Auf dem Boden. Boden. Dann. Physische Attacke! Au! Schön in den Arsch, genau! Ich hab genau Sau mehr! Jetzt hab ich ernsthaft Holz eingesammelt? Nee, doch. Bleibst du hier? Also, ich hab dir jetzt Eisenpfeile zugeworfen gehabt. Ja, ich will so sparsam damit zu sein. Na, ich vergifte den immer wieder. Au, nix wie. Das ist gut, lenkt den immer schön ab. Aber mir gefällt die Musik. Ey, ich schieß die ganze Zeit Pfeile auf den. Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist, wenn der auf dem Boden ist. Sonst hast du später keine Pfeile mehr, wenn er dann in der Luft ist. Ich habe noch 74 Gift, 34 Eisen und 23 Frost. Und ein Pfeil macht 48 Damage, wenn er trifft, plus Giftschaden. Und guck mal, Not der Knochen, die Knochenwandsfähigkeit. Beschäftigt! Du machst über 100 Damage mit der Knochenwandsfähigkeit. Scheiße, angesetzt. Alter. Du musst halt einfach wirklich sprinten, wenn der rotzen tut. Ja, genau.
Der macht auch weniger physische Damage. Da macht er nur 7 gerade bei mir. Ja, nur der Spucker ist am schlimmsten. Ja, das ist halt, du kriegst mit dem Knochenwanz, hast du physische Attack, du machst mehr Damage und kassierst weniger Damage. Ja, klar. Das einzige Problem ist, das geht bei mir in 1,5 Minuten aus. Dann kann es nochmal spaßig werden. Ja. Ah, guck mal, wie weit wir den schon runtergebounced haben. Easy. Ist der eigentlich immer auf mich aggro? Ach, der war auf mich auch schon genug aggro. Schießt du auf den? Ja, die ganze Zeit. Ich lenk den nämlich ab. Muss mal kurz schauen. Ich hab noch 4 Pfeile insgesamt. Er landet. Lass die letzten 10 Sekunden gut sein. Die Ausdauer ist wieder weg. Ausdauer mit. Hab ich schon genommen, wo er mich angerotzt hat. Los! Yeah! Sag ich doch, der wird easy. Ich habe 9 Drachentränen, eine Drachenmutter-Trophäe und irgendwas hat man noch eingesammelt. Das müsstest du haben. Ich habe nur eine Drachenträne. Okay. Yay! 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 Und jetzt müssen wir zurückfahren. Ja, du bist dran. Aber jetzt haben wir Rückenwind, wenn wir die Trophäe aufhängen. Ja, die müssen wir aber erstmal aufhängen. Ich würde sagen, wir holen erstmal alles das, was wir jetzt benötigen, aus dem Häusle. Und dann geh mal zum Schiff, weil du weißt, wo es ist. Kann ich erstmal schnell wieder Inventar hier. Essen dahin. Das auf die 5. Das auf die 3. Das auf die 4. Jo, passt so. Ja, jetzt fehlen noch 2 Bosse. Geil. Hält die Schlange dazu? Was? Ike! Ich habe gefragt, ob die Seeschlange dazu zählt. Ja. Du, ganz ehrlich. Soll er hier doch alles zerkloppen gerade? Ist mir scheißegal. Ja, ich muss da aber auch noch rein. Ja, hier ist noch Frostmet, Essen, alles andere habe ich jetzt eingepackt. Ein Hammer, ein rohes Fleisch, bisschen Gold, Bernstein. Also nichts, was wir jetzt noch bräuchten. Ich habe soweit alles eingepackt. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Warum? Raus hier, gut, ganz einfach. Das. Ich renne jetzt hinterher wegen Boot. Oh wow, ich müsste vielleicht mal was essen. Ich verliere gerade Leben. Einfach rutschen lassen, Darko.
Scheiße. Zum Glück haben wir die Betten noch nicht abgebaut. Oh, ey, Ike, wie viel? Ich dachte, man kann da runterrutschen. Ja, sagte er und stürzte in den Tod. Zum Glück haben wir die Betten noch nicht abgebaut. Ike, warte. Achso, ja. Frostschutz, ganz schnell. Wo ist das? Scheiße! Das hab ich eingepackt. Oh, nee, lass das doch da drinne. Das brauchen wir doch nicht, wir haben so viel von dem Shit. Ey, 11 Leben, komm bitte hoch, ich... Bring das Frostschutz bitte da hoch. 6, 5, 4, 3, 2, 1, tot. Oh, nee. Den Shit brauchen wir doch gar nie. Wir haben davon noch über 30 Stück. Und wieso lasse ich das nicht da, wo ich nie wieder hingehe? Ja, wir haben eine Rüstung dafür, dass wir keinen Frostschaden mehr kriegen, Darko. Wir brauchen das einfach nicht mehr. So, jetzt respawnst du mal nicht. Respawnst du mal bitte nicht. Bin ich, aber hier drin ist ein Feuer. Da passiert mir nichts. Wo ist Fettwanz eigentlich? Komm einfach her und werf's mir hin. Das ist doch egal, wo der Idiot ist. Aber nicht, wenn ich keine Ausdauer habe. Ich will nur eins behalten. Danke, der Rest bleibt hier drin. Nicht wieder da runterfallen? Nee, ich gucke, dass ich jetzt woanders lang renne. Wir können weiter, ich hab alles. Also ich hab. Warum habe ich meinen Umhang nicht angezogen? Jetzt. Oh. Lass es doch einfach weiterrennen. Ja, nee. Jeder Mob, der mich angreift, muss auch vernichtet werden. Oh Gott, was war das denn? Was? Oh, ich hatte gerade Schluck auf, dabei kam so ein übelstes ekliges Hixen mit hoch. Du wirst gejagt. Guck mal auf die Minimap. Ja, Rage halt. Aber was für einer? Ach, Wölfe! Aggressiv und verängstigt. Willst du mich verarschen? Was bist denn du für ein Wolf? Oh, nee, weg hier. Komm. Einfach weg. Die kommt von überall, Darko. Komm raus, komm erstmal raus aus dem roten Kreis, genau. Weil dann kommen keine neuen hinterher. Oh, dieser Drache! Na komm jetzt, wir sind gleich hier und so im Wald. Uff.
Wenn ich jetzt geradeaus durchrenne, komme ich da zum Boot? Ja. Okay. Ungefähr. Okay, okay. Ein bisschen links halten von deiner Seite aus. Aber cool, ich bin gestorben, kein Fähigkeitsabzug. Das ist doch die ganze Zeit gefahren. Nee, nee. Ich habe noch nie Fähigkeitsabzug nach dem Tod. Wenn du durch einen Grauling, durch einen Wolf oder irgendeinen Billomob stirbst, kriegst du Fähigkeitenabzug. Aber scheinbar nicht durch Tollpatschigkeit. Oder Dummheit. Möchte ja wohl sein. Gut. Wir sehen uns morgen wieder. Mach kurz eine Pause. Sagte er und wir schubsen ihn ins Wasser. Haha. Wir müssen jetzt darüber dann. Oh, willst du mich verarschen? Nacht und Nebel! Ernsthaft? Hier nicht rübersetzen. Zurück nach dem kurzen Cut und Darko, du fährst das Boot nach Hause. Was tust du denn? Ich gehe den Kopf aufhängen. Ich glaube ehrlich gesagt, ich bin vor dir da. Ja, das ist mir egal. Ich gehe jetzt einfach nur den Kopf aufhängen. Ja, aber in der Base halt. Nee. Den Drachenkopf, den musst du am Spawn aufhängen, damit du die Fähigkeit aktivieren kannst. Ach so. Und da kürze ich jetzt ab, indem ich einfach durch den Dunkelwald renne. Weil sonst würde ich erst mit zur Base fahren und dann zurückrennen. Das ist ja Umweg pur. Und das möchte ich nicht. Willst du den Hänger eigentlich? Natürlich, den kannst du nicht mehr abmachen, wenn der eh mal hängt. Ah, okay. Eigentür haben wir ja zweimal oder dreimal geklatscht, dass wir die eine Trophäe haben. Und ich denke mal, wir werden bei der einen Trophäe bleiben. Außer vielleicht die Drachentrophäe sieht nochmal richtig geil aus. Dann könnten wir es ja nochmal versuchen für die Base. Irgendwie so. Jetzt kann ich aber auch die Wünschelrute wieder aktivieren. Aber ich habe gelesen, also gesehen, Perle hat irgendwie kein Bauzeug freigeschalten. Was ich ein bisschen schade finde. Was willst du aus einer Perle bauen? Keine Ahnung, vielleicht kann man da irgendwas machen. Weil es steht halt einfach nur da. Die letzte gefrorene Träne eines Drachen pulsiert mit mysteriöser Energie. Und
Und Rechtsklick kann man da auch nicht drauf machen. Wer weiß, für irgendwas ist es schon gut. Hey, ich sehe gerade, du bist im Fluss. Jo. Wir sind irgendwie gerade gleich auf. Marmelade gefressen. Wir müssen unbedingt wieder Marmelade herstellen. Da brauchen wir noch eine. Wir müssen alles wieder herstellen. Es wird irgendwann wieder eine Folge geben, wo wir einfach nur Essen machen. Essen, 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 Essen. Aber hier sind überall die Bären nachgewachsen. Man könnte wieder auf Farmtour gehen. Und es wird Nacht. Wow. Ja, ich bin am Spawn. Alter, wie das hier einfach überall nur rot leuchtet. Holy shit. Boah, der Drachenkopf sieht geil aus. Boah! Okay, der letzte Opferstein. Benötigter Gegenstand fehlt. Opferstein lesen. Vor vielen, vielen Jahren trug er eine Krone. Der Himmel war rot, man konnte es sehen. Heute ist er nichts, ist Asche, ist Staub, doch sein Geist wird niemals vergehen. Ist auf jeden Fall ein Skelett. Es ist auf jeden Fall ein Skelett. Bin ich mal gespannt. Da ist ein Wikinger-Schiff steht noch. Ich sehe gerade einen Berserker und einen Schamanen. Und hier wird gekämpft im Wald. Warum ist hier ein Skelett? Holy shit. Okay. Nicht vergessen, Bett anklicken, Darko. Yep. Ich bin Ogleider, ich habe jetzt nochmal ein Ausdauer-Med reingepfeffert. Und dann können wir gleich erstmal eine Nacht pennen. Na komm her. Komm her, Mr. Krautzwerg, komm. Jetzt weiß ich, was du meinst mit den Lecks. Jetzt hatte ich sie auch gerade. Sie gerade ist deutlich schlimmer als sonst. Dabei ist nichts Neues dazugekommen außer das Boot. Hi Darko, wir sind gleichzeitig da. Jede Kleinigkeit macht scheinbar was aus. Knochen, Knochen, Knochen. Knochen. Wo waren? Da waren die Fangzähne und das Leder. Wo waren die Köpfe drinne? Kiste? Ich kann die Kiste nicht öffnen. Jetzt.
So, das Hammer, 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 Hammer. Pfeile kommen wieder hier rein. Eisen war da. Frost war da. Wo ist Darko? Wo ist Darko? Darko? Ja. Guck mal. Warum hast du dir gleich ein Schwert gemacht? Das ist eine Harpune. Also. Oh, reparieren. Oh, ja. Genau. So. Alles repariert. Kein Feuer in der Nähe. Holst du gleich eben mal Holz raus und machst das Feuer an. Dann können wir uns nämlich hinlegen. Wo? Na, Pfeilkiste habe ich immer ein bisschen Holz drin für das Zeug. So, dann können wir die Nacht skippen. Und dann würde ich die Folge hier beenden. So, das war's mit der Folge. Oh Gott, sind wir fertig. Wir haben den Drachen, die Drachenmutti geklatscht. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.